Wie, und du bist jetzt Jarl? Über diesen Tag wird man in Liedern singen. Ja. Bestimmt. Mann, was für ein Gemetzel. Wo bleibt da nur die Würde? Ich bin ziemlich sicher, Ja. dass ich mehr getötet habe als ihr. Ich habe mitgezählt. Ja, wenn du richtig gezählt hättest, wüsstest du, dass ich viel mehr gezählt habe als du. Viel mehr, viel Klingen euch mehr, auch noch viel die mehr. Ohren? Ich hoffe, das geht vorbei. Ralof, du bist ein komischer alter Kauz. Guy Love, that's all it is. Just Guy Love, he's mine, I'm his. There's nothing gay about it in our eyes. Herrlich. Ich bin ja gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich habe ja gerade, glaube ich, ein neues Kapitel angefangen, die Befreiung von Himmelsrand. Mal gucken, was das mit sich bringt. Melde dich bei Ulfric Sturmantel. Ich werde Ulfric Sturmantel dabei helfen, Himmelsrand aus der Hand der Kaiserlichen zu befreien. Ah, hoffen wir mal, dass die Wahl der Sturmantel eine gute Wahl war. Also ich bereue es bisher überhaupt nicht. Also Rebellen sowieso geil. Ich liebe es, rebellisch zu sein. Ich bin beispielsweise immer der Rebell. Rebell ist geil. Wir müssen sehen, was es noch so bringt. Na, Leute? Na? Bei Ismir. Ihr habt geholfen, den Güldengrünbaum zu retten. Worte können nicht beschreiben, was das für die Stadt bedeutet. Ja, auf der anderen Seite habe ich aber die Stadt auch gerade halb vernichtet und ihren Jarl vertrieben. Also, oh, lass den. Sturmmantel habe den König getötet. Alter, du bist doch ein Soldat der Sturmmantel, du musst das so wissen. Ich muss hier Wache schieben. Ich hasse es, wenn nämlich alle gleichzeitig voll quatschen. Pff, okay, ja, dann melden wir uns mal bei Ulfric. Wir sind immer noch nicht nach Weißlauf. Ja, vielleicht gibt es kein Weißlauf mehr, ist kaputt. Egal, wir gehen jetzt erstmal zu Ulfric zurück und sagen, wir haben gefunden. Und ich glaube, dann werde ich mal kurz aus von den Sturmmantel-Quests abbrechen. Und ich glaube, wir werden mal ein Stück Hauptquest machen. Story, Hauptquest, egal. Ihr wisst, was ich meine. Dafür müssen wir, glaube ich, nach, ich habe vergessen, wie das Fürstentum heißt. Ganz unten rechts, Rifton, glaube ich. Ja, Rifton müsste das sein. Oder? Ja, doch, 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 müsste Rifton sein. Na, du! Wir haben das Kaiservolk aus Weißlauf vertrieben. Das ist gut. Sehr gut. Jetzt kontrollieren wir das Zentrum. Das ist eine mächtige Position. Eine, die ich zu halten beabsichtige. Wir nennen euch jetzt Eisadern. Denn das dicke Blut unseres Landes ist in euer Herz geflossen. Hier, nehmt dies. Das ist das Schwert eines kaiserlichen Offiziers. Eine passende Waffe, um sie gegen den Feind einzusetzen. Ich nehme doch keine kaiserliche Waffe in die Hand, du! Was ist unser nächster Schritt gegen das Kaiserreich? Mit größeren Freiheiten werdet ihr uns vermutlich mehr nutzen. Also greift das Kaiservolk so an, wie ihr es für richtig haltet. Aber ich möchte außerdem, dass ihr unser verborgenes Lager im Falkenring findet. Galmar wird besondere Aufgaben für euch haben und wird euch brauchen, wenn wir die Hauptstadt befreien. Was genau muss ich da draußen machen? Ihr werdet genau das tun, was Galmar euch befiehlt. Und für so viel Chaos wie möglich im Namen des Kaiserreichs und jedes Jahr sorgen, der es unterstützt. Okay. Für Himmelsrand! Yeah! Himmelsrand! Und die Sturmente. Freie Falkenring. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich dasselbe machen und dann eine andere Stadt angreifen, oder? Ist an sich ganz cool, da denke ich auch voll Lust drauf, aber ich möchte jetzt ein bisschen Hauptstory machen. Das haben wir, glaube ich, ewig nicht gemacht. Das war dann letzte, was wir für die Hauptstory gemacht haben. Keine Ahnung, wie lange müssen wir schon S-Bahn suchen? Ewig, glaube ich, schon. So, das müsste hier unten sein. Ja, genau, hier am Arsch der Welt, da in Rifton. Kann ich da hin? Nee. Ich werde es mal markieren. Ich könnte mit einer Kutsche hinfahren aus dem anderen Kaiserreich. Warum sag ich jetzt immer Kaiserreich? Das war ein Fürstentum, weiß, glaube ich, ist wieder da. Aber das möchte ich eigentlich nicht. Ich will ja immer laufen. Was ist denn hier eigentlich? Tötet den Anführer von Steinbachhöhle. Aha. Sollen wir das nochmal versuchen? Das Fragment von Wufrat? Das ist ein bisschen peinlich, wenn ich es jetzt immer noch nicht schaffe. Nee. Wir lassen das erstmal. Ich werde jetzt erstmal zur. Machen wir es bei der Knochenspitze. Dann müssen wir über den Berg rüber. Ich glaube, ich werde dann erstmal zu Trevas Wacht gehen, aber wir werden den Quest nicht machen. Wir werden dann dem Fluss hier folgen und danach Rifton durch. Hier durch. Dahin.
Ach, Greloth, jetzt müssen wir auch einen Riston töten. Ach, cool. Das werden wir auch auf jeden Fall erledigen. Was ist das? Bringe den ungewöhnlichen Edelstein zu einem Schätzer. Ah, ist auch ein Riston. Wusste ich auch nicht. Ja, und? Das war doch hier, oder? Brynjolf. Brynjolf? Ich dachte S-Bahn. Hä? Moment. Doch, das ist noch S-Bahn. Okay, wir müssen Brynjolf finden. Mit Brynjolf reden, um S-Bahn zu finden, nehme ich an. Okay, dann war es doch nicht komplett falsch. Ich dachte schon, hä? Okay. Dreh was wacht und dann rüber nach Riston. Und das lassen wir erstmal in Ruhe. Das ist ein Altar, ne? Guck mal, ob das ein Falke drauf. Da, ist bestimmt irgendwie ein Altar, ein Falkenring. Oh, so, wo geht's denn rein? Da geht's lang. Oh, so ein scheiß Wetter. Es ist gewittert, ich kann es donnern hören. Habe ich eigentlich, ja, ich weiß nicht, warum ich unter Wasser nicht sehe, ganz ehrlich. Und ich finde es langsam echt nervig. Ich könnte mir gut vorstellen, dass irgendwo unter Wasser mal was versteckt ist. Ich glaube, ich will mal eben besseres Wetter. Und ein bisschen heller. So. Nein. 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 Ja, besser. Das regnet immer noch, aber es ist hell. Okay, ist in Ordnung. Machen wir weiter. Da hat es gerade kurz gehakelt, aber das macht gar nichts. Ich könnte eigentlich auch am Fluss lang gehen, ne? Soll ich mal am Fluss lang gehen? Vielleicht finden wir noch irgendwas. Ich glaube, ich gehe am Fluss lang. Wo ist denn der Fluss? Der müsste hier irgendwo sein. Hä? Nee, genau hinter mir. Oder ich folge einfach der Straße hier, das geht auch. Was ist denn das für ein Zeichen? Da ist wieder irgendeine Ruine oder sowas. Das Zeichen kenne ich nicht. Ich wollte aber da hin. Wo führt denn die Straße hin? Achso, die führt außerhalb des Wassers. Ich gehe einfach geradeaus, dann komme ich irgendwann am Wasser, dann gehe ich einfach am Ufer lang. Ach, ich Vogelgezwitscher, das ist ja richtig schön. Wenn es nicht regnen wäre, wäre das ja richtig romantisch. Das sieht ja nicht so schön aus, der Sturm, das ist egal. Ist ganz schön ruhig. Ich will es ja nicht beschwören, aber ich würde denken, dass in Richtung was Böses kommt, oder? Es ist so ruhig. Zu ruhig. Und da ist ein Haus. Und ein Fuchs. Kann ich den mit irgendwas kriegen? Mit dem Wabberjack. Feuerblitz, das könnte doch funktionieren. Aber ich will aber den Typen da nicht treffen. Tja! Boah, es gibt eine Schussanimation für den Feuerblitz, das wusste ich gar nicht. Ah, wie geil. Ne? Wartet! Ich kenne euch doch. Hä? Ein Rifton? Ihr begeht einen Fehler. Das ist ganz sicher kein Fehler. Ihr seid ein gesuchter Mann und jetzt werdet ihr für eure Verbrechen bezahlen. 40 Gold? Dafür habe ich keine Zeit. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas lieben. Alter, nicht... Och, nicht alle gleichzeitig! Jetzt weiß ich, wer ihr seid, Elender. Vergesst das nicht. Ich hab den nicht gehört. Was ist mit dir? Was ist? Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern. Aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Ich habe einen Brief und einen Haufen Gold. Gold! Was von wegen eurer Erbschaft? Erbschaft? Ach, und mein Bein. Wie bei... Hä? Erbschaft? Das war's dann wohl. Ich muss los. Erbschaft? Was für eine Erbschaft? Ich habe Gold gekriegt. Glaube ich gar nicht mal so wenig. 1000 oder so. Was für eine Erbschaft? Habe ich irgendjemanden gekillt? Nee, Quatsch. Hier. Brief eines Freundes. Ist es der? Rosturm, Wachturm von... Ne, das ist dann, glaube ich, was anderes. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Aufstieg des Alten? Ja, da haben wir eine Mission gekriegt. Das hatten wir schon mal. Kalzelmo? Nein, das ist der Zwergenhelm. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Falk Feuerbart? Ach Quatsch, Elements empfangen, da waren wir ja längst. Kopfgeld Museums? Ne, das hatten wir auch schon. Dann Rudolf, wo ist eine rätselhafte Notiz? Das könnte es doch sein. Nein, das ist das, was uns Delfin geschickt hat. Schatzkarte. Ein Testament, das ist es. Jonas, im Namen von Jarl Balgruf der Ältere haben wir die traurige Pflicht, euch über den Tod von Severio Pelagia zu informieren.
Verio Pelagia hat euch ein Erbe von 100 Goldstücken vermacht. Der Hof des Jahr hat eine gesetzliche Steuer in Höhe von 10 Goldstücken erhoben. Die übrige Summe wurde an einen vertrauten Kurier zum... Okay, da habe ich schon 90 Gold gekriegt. Auch wenn der Hof des Jahr diesen Tag gemeinsam mit euch trauert, so finden wir Trost im Wissen, dass Verio Pelagia sowohl über die Freunde als auch über Wohlstand verfügte, den er weitergeben konnte. Möge dieses Erbe euch an eure anhaltende Treue zueinander erinnern und an die Mildtätigkeit des Jahr, die euch beiden galt und noch gilt. Der zum Geier Verio Pelagia. Hä? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wer das sein soll. Pelagia. Nee, echt. Absolut kein Schimmer. Nehmen wir mal gleich direkt noch ein bisschen Leder. Und Lederstreifen. Noch mehr Leder. Noch mehr Lederstreifen. Komm her. Warte, ich habe noch gerade ein Schwert gekriegt. Das habe ich mir gerade angeguckt. Nein. Da. Elfenbullshit. Nee. Nee, war ein Schwert, glaube ich. Da. Elfenschwert des Feuers. Um, 22, wie viel hat denn das bisher? 32. Wenn ich das noch verbessere? 20 Punkte Schaden? Feuer, das wäre eigentlich nicht mal schlecht. Komm mal her, geht mal hier. Ich kann es ja gar nicht verbessern. Ich kann ja kein Feuer, keine verzauberten Dinger verbessern. Shit, dann bringt man es überhaupt nicht. Aber es ist viel wert, vielleicht kann ich es verkaufen. Na gut. Das bringt mir also... Ihr könnt zaubern? Ich meine, das war doch gerade Magie, oder? Ich habe gehofft, dass ihr mich vielleicht unsichtbar machen könnt. Könnt ihr das? Mich unsichtbar machen? Ich fürchte, das kann ich nicht. Aber sicher, Kleiner. Hokus Pokus, ihr seid unsichtbar. In Ordnung, ich brauche ein paar Sekunden, um den Zauber auf euch zu wirken. Habe ich einen Zauber, der unsichtbar macht? Ich glaube nicht. Ich kann es versuchen, aber ich glaube nicht, dass ich einen habe. Nee, ich habe keinen. Nein, ich habe ganz sicher keinen. Ich veralber ihn. Echt? Ich meine, fühlt sich an, als wäre ich immer noch hier. Ihr könnt mir ruhig glauben, es ist unsichtbar. Natürlich bist du nicht unsichtbar und jetzt verschwinde und geh jemand anderem auf die Nerven. Ich glaube, ich belüge ihn. Mal gucken, ob der da irgendwelche Scheiße anstellt. Toll. Jetzt kann ich hier endlich mal ein bisschen Spaß haben. Wo bist du? Bis dann. Wer hat es gesagt? Mal gucken, was der jetzt anstellt. Alter, ich will das Gespräch da weg haben. Nein, tut mir leid. Nichts. Lass mich in Ruhe. Hallo? Hier bei der Mühle sind nur noch ich und meine Mutter. Mein Vater ist weg. Wir wissen nicht, was aus ihm geworden ist. Hat der Kurier zu schleifen angefangen? Sehr interessant. Ach, ich hatte versucht, ihn zu erschrecken. Oh Gott, jetzt hast du ein peinliches Kind. Ach du Scheiße, Scheiße, Scheiße. Wir haben uns vom Weg abbringen lassen. Da geht's lang. So, ich glaube, ich gehe einfach... Nee, ich nehme die Brücke. Ich nehme mal die Brücke. Wir nehmen mal die richtigen Wege, ne? Was schießt du denn? Feind oder bist du am Jagen? Feind? Feind? Ich höre feindliche Musik. Auf was schießt du? Oh! Eine Spinne! Okay, er hat die Spinne besiegt. Nicht schlecht. Kämpft wacker oder sterbt. Ja. Ich fall nämlich mit. Wo kam die Spinne her? Ich find's immer noch interessant, dass die Nierenwurzel Geräusche machen. Ich werde die aber weiterhin mitnehmen, weil wie gesagt, in Oblivion könnte man damit was machen. Ich hab irgendwie noch relativ wenig gekämpft seit Weißlauf. Ich habe nämlich gar nicht gekämpft seit Weißlauf. Auf meinem ganzen Weg ist eine Spinne. Peng! Peng! Das bringt irgendwie nicht viel. Peng! Das, ist das noch eine? Ach nee, das ist Lydia. Keine Ahnung. Nehmen wir mal den Feueratem, wieso nicht? Verdammt, sterbt endlich! Yeah, gar nicht schlecht.